Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys zum zweiten Teil des Camper-Ausbaus. Heute dreht sich alles um die Dämmung. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Gedämmt wird natürlich mit Armaflex. Armaflex, das Mittel der Wahl. Ich habe schon beim Boden, wie wir den Boden gedämmt haben, im vorherigen Video habe ich schon kurz drüber gesprochen, warum. Armaflex ist das Mittel der Wahl für einen Camperbus. Es gibt so gut wie keine Alternative, also ich habe mich umgehört. Und daher 19 mm Armaflex und einmal 6 mm Armaflex für die Holme. Als erstes werden mal die ganzen Löcher in der Karosserie verschlossen. Das ist überhaupt kein Problem. Und hier wird auch gleich recycelt. Und zwar nehme ich hier den Armaflex Karton und werde hier die Löcher zumachen, damit ich hier schön drüber kleben kann, die Dämmung. Dazu erstmal den Karton zuschneiden. Heute mit dem Böker Plus Worldwide. Darüber gibt es auch schon ein Video bei uns auf dem Kanal. Wenn ihr ein wirklich gutes, preisgünstiges Messer haben wollt, guckt euch das Video an und bestellt es euch, das Böker Worldwide Plus. Aber jetzt erstmal zuschneiden. Mal gucken wir gleich mal, ob es passt. Halt natürlich falsch rum. So sieht das jetzt schon gar nicht schlecht aus. Kleiner Tipp, bevor ihr es komplett verklebt, macht euch ein paar kleine Ankerpunkte hier mit ein paar kleinen Stücken. Dann könnt ihr es noch schön ausrichten und wenn es dann richtig sitzt, einfach vollflächig verkleben. So sieht das jetzt hier aus. Aber bevor jetzt vorwitzigerweise gleich losgeammerflext wird, sollte man vorher schon mal Probe liegen quasi und sich schon mal die Stützpfeiler ins Auto stellen. Es ist ja so, ich habe ja 19 mm Armaflex und ich habe 6 mm Armaflex. Hinter den Balken möchte ich auch Isolierung haben und daher habe ich die schon mal reingestellt und hinter die Stützen soll 6 mm Armaflex und der Rest, mal abgesehen von den Holmen von hier und von oben vom Dach, die Holme sollen 6 mm Armaflex werden. Wenn ich alles eingepasst habe, ich habe mir auch noch gleich eine Wasserwaage genommen, habe gleich geschaut, ob sie gerade stehen, also so wie sie jetzt stehen, kommen sie dann rein, nachdem das Armaflex drin ist und dann gehe ich einfach her und zeichne mir hier das an, innen, außen, natürlich auch oben, rüber, über den Karton, so wie hier, aber da wird es ein bisschen schwierig, da muss ich nochmal eine andere Farbe holen. Und das mache ich bei allen anderen auch und dann, wenn ich das hier abmache, sieht man das hier, die Striche kann man vielleicht jetzt ein bisschen schwer erkennen, aber hier wird jetzt später mein Balken stehen und hier kommt dann bloß 6 mm Armaflex. Und wenn ich die Stützen schon mal reingemacht habe, kann ich auch gleich mal gucken, ob das, was ich eigentlich vorhabe, eigentlich auch funktioniert. Also ich habe jetzt hier eine lange Latte, das ist natürlich noch nicht die Verschalung für die Seitenwände.
Aber hier kann ich mal anlegen. Hier habe ich jetzt an dieser Stelle habe ich den dicksten Punkt vom Holm. Hier muss es aufliegen, damit ich so wenig wie möglich Platzverlust habe. Und ich sehe auch hier, habe ich an allen vier Latten plus hier den dicksten Punkt, habe ich eine Auflagefläche zum Befestigen meiner Latten. Und das ist jetzt auch gleich das allererste, was ich mache. Also die Stützen sind raus und hier sieht man es jetzt gut. Hier stand vorher mein Pfosten für die Befestigung von den Seitenwänden dann. Und hier klebe ich das Amaflex jetzt 6 mm klebe ich jetzt hier genau hin. So. Dann weiß ich, hier steht mein Pfosten und alles andere außenrum darf 19 mm Amaflex werden. Als nächstes dämme ich den Radkasten. Der Radkasten ist immer ein bisschen schwierig zu dämmen. Vor allem, wenn ich diese Strecke hier wissen muss, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Nehmt euch einfach ein Stück Paracord oder ein Stück Schnur oder was auch immer. Legt das hier drüber. Dann habe ich hier die Länge, die ich brauche. Lege ich auf den Meterstab mäßig ab. Dann weiß ich, ich brauche genau 110 in der Länge. Obendrauf werde ich 19 mm Amaflex verbauen und seitlich klebe ich 6 mm Amaflex drauf. Das hat den ganz einfachen Grund, der soll noch verschalt werden, der Radkasten. Und wenn ich hier noch 19 mm Amaflex drauf habe, verliere ich auch wieder ein Stück an der Breite. Daher 6 mm und oben 19. So, hier habe ich jetzt mein Stück 110 x 18 und jetzt gucken wir mal, wie es wird. Also wie man hier sieht, das Amaflex ist wirklich super gut zu verarbeiten und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ziemlich begeistert, also von der Verarbeitung her echt klasse. Es hat sich hier auch wunderbar um die Rundung angelegt, obwohl diese Rundung ja kleiner ist als diese Rundung, hat sich es wirklich klasse angelegt. Jetzt brauchen wir noch die Seite, also oben haben wir 19 mm Amaflex. Und hier machen wir jetzt 6 mm Amaflex. Das war quasi gleich der zweite Test. Also Amaflex abziehen kann man noch mal ganz kurz und dann wieder hinkleben.
Das funktioniert auch. Jetzt einfach noch die Überstände abschneiden und dann ist der Radkasten wunderbar gedämmt. Große Flächen bietet sich immer an, dass man erst unten oder oben, ich mache es jetzt von hier unten, weil ich vom Radkasten aus nach oben möchte, erst unten anklebt und dann halt langsam abzieht nach oben. Ich muss das natürlich wieder ab hier. Achtung. Passt. Ja. Jetzt ist es unten festgeklebt und jetzt wird es eigentlich ganz einfach. Man zieht nur noch ab und dann nach oben aufrollen, schön an die Kante hin. Längs. Ist gar nicht schlecht, so hängt einem das nicht ins Gesicht von unten nach oben, das fällt mir gerade auf und man kann genau sehen, wo man hinklebt. Hast wie ausgemessen. Ist es ja auch. Okay, und gleich drücke ich es noch ein bisschen fest. Und hier oben sieht man jetzt zum Beispiel, hier oben fehlt ein kleines Stück. Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, alle Reste aufheben und dann halt mit den Resten hier oben die Löcher stopfen. Das Schöne ist ja an so einer Rückwand, dass man die gleich mitdämmen kann. Und so habe ich auch nach vorne weg so gut wie gar keinen Wärmeverlust. Und damit ist die Dämmung auch schon fertig. Also komplett gedämmt in den Außen, Seitenwände, Front gedämmt. Wirklich gut. Einmal 19 mm und einmal 6 mm Ammaflex. Wie ihr seht, es ist auch noch ein bisschen was übrig.
Ich hatte 18 Quadratmeter Amaplex 19 mm und ich glaube, das müssten 7,5 Quadratmeter gewesen sein von dem 6,5 Amaplex. Also, noch was übrig. Reicht leicht für einen L2H1. Gut, zur Verarbeitung an sich. Also es ging super leicht zu verarbeiten. Es hat sich super in die Ecken reingelegt, super die Rundungen ausgeglichen. Also das, glaube ich, kann auch wirklich jeder selber machen. Am Anfang hat es wirklich Spaß gemacht. Danach war es teilweise ein bisschen anstrengend. Zum Schluss hat es dann nur noch genervt. Und ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Oder was heißt, ich hoffe, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich glaube, einmal Amaflex geklebt, so einen ganzen Bus, dann ist man wirklich bedient für eine Zeit. Gut, apropos Zeit. Ich habe gebraucht reine Arbeitsstunden. Ich denke so zwischen 8 und 9 Stunden. Also das kann man an einem Tag alleine, kann man das machen. Aber zu zweit, glaube ich, gerade wenn es so viel ist, wenn man wirklich alles stemmt ringsrum, wäre es schön, wenn man zu zweit ist, weil dann halbiert man sich die Zeit, weil irgendwann wird es wirklich anstrengend. Gut, das war's mit dem Amaflex. Hier sehen wir schon das Holz für die Seitenverkleidung. Das ist das nächste Video, das seht ihr nächstes Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um die nächste Folge mit der Verschalung der Seitenwände, der Decke und der Front nicht zu verpassen. Ich bin der Scarf, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.